Gott, warum ist das hier so dunkel? Wo sind wir gelandet? Geht es Ihnen gut? Ja, ich und Ihnen? Ja, geht soweit. Ich sehe hier oben Licht. Gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Eine Frage hätte ich. Wo sind wir hier? Das ist eine gute Frage. Oh Gott, es ist bitterlich kalt. Es sieht noch so aus, als wären wir in unserer Welt. Aber sicher kann ich das nicht sagen. Das Portal könnte uns überall hingebracht haben. Aber es gibt doch überhaupt keine andere Welt. Das denken Sie. Ich habe Ihnen nur einen kleinen Teil meines Wissens beigebracht. Nach dem, was ich studiert habe, gibt es unendlich viele Welten. Gott, ist es kalt. Wir müssen uns als erstes mal ein Feuer machen, damit wir die Nacht in diesem Schneesturm überstehen können. Ich hab das Feuerzeug noch dabei. Ja, fällen wir uns erstmal diesen Baum und machen uns ein kleines Feuer. Okay, das sollte uns provisorisch erstmal etwas schützen. Der Wind. Geht's Ihnen schon besser? Ja, aber es ist wirklich bitterlich kalt. Was machen wir nur? Wo sind wir? Ich höre Monster. Was ist das für ein schrecklicher Ort? Wieso ist es hier so kalt? Sind wir vielleicht doch in einer anderen Welt? Ich weiß es nicht. Aber was mich mehr beschäftigt ist, wie kommen wir jemals wieder zurück? Ich habe keins vom seltenen Obsidian mehr dabei, um uns zurückzubringen. Haben Sie noch etwas in Ihrem Rucksack, das uns irgendwie helfen könnte? Nein, also Sie haben mir nichts gegeben, außer dieses Feuerzeug und Ausrüstung. Das ist eine fast ausweglose Situation. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Personen in der Nähe, vielleicht eine weitere Insel, wo jemand lebt. Das ist eine gute Idee. Wir müssen irgendwie auf uns aufmerksam machen. Weil wir können ja hier nicht für immer hier drin sitzen, weil ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zu essen. Wir warten erstmal, bis der Schneesturm sich legt und dann müssen wir irgendwie auf uns aufmerksam machen. Das ist erstmal alles, was wir tun können, denn wenn wir jetzt bei diesem Sturm nach draußen gehen, dann werden wir einfach erfrieren. Versuchen Sie jetzt erstmal etwas zu schlafen, ich übernehme die Wache. Okay. Ich würde sagen, bis morgen, alter Freund. Ach, endlich Tag, wenn es nur nicht immer noch so kalt wäre. Ja, egal. Hallo? Aufwachen! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Haben Sie noch etwas Holz? Ja. Kommen Sie, ich würde sagen, hier vorne, auf dieser großen Fläche, ist es der perfekte Platz. Genau. Ich habe hier auch noch etwas Holz, aber mit mehr kann ich leider nicht dienen. Ich habe früher gelernt, dass ein Signalfeuer in solchen Situationen Wunder bewirken kann. So, jetzt können wir nicht mehr tun als warten. Ein Feuer. Was ist hier los? Oh, hallo? Hallo! Wer sind Sie? Mein Name ist Professor Gierstein und das ist mein Assistent. Wir sind hier gestrandet und haben Unterschlupf gesucht. Diese Kälte macht uns fertig. Haben Sie Waffen bei sich? Ja. Droppen Sie sie mir bitte. Gib mir deine Waffe. Wir sind friedlich, glauben Sie uns. Das kann ich noch nicht beurteilen. Können Sie uns bitte helfen? Wir haben keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind, wo wir überhaupt sind. Ich hätte mal eine kurze Frage an Sie. Woher kommen Sie eigentlich? Ich wohne eine Insel weiter. Richtung östlich. Können Sie uns helfen? Wir haben wirklich Angst, hier zu erfrieren. Wir sind Wissenschaftler. Kein Problem. Sie können mit auf meine Insel. Okay, das ist sehr nett von Ihnen. Haben Sie vielleicht eine Schaufel? Ich möchte gerne eine Probe von diesem komischen weißen Schnee hier nehmen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Da, wo wir herkommen, gibt es so etwas nicht. Aber natürlich, bei uns ist das Alltag. Danke sehr. Wie war jetzt Ihr Name nochmal? Den habe ich nicht verstanden. Das mit dem Namen ist jetzt nicht so wichtig. Können wir hier weg, bevor es dunkler wird? Es wird immer kälter. Ja klar, ich erzähle Ihnen alles auf meiner Insel. Okay, danke sehr. Das ist also Ihre Insel. Es ist wesentlich bequemer als auf dieser verfluchten Schneeinsel. Vor 5 Jahren bin ich hier gestrandet. Waren Sie Entdecker? Nein, wir waren Reisende. Ich und meine Kollegen. Wir sind in einen Sturm gekommen. Sie haben es leider nicht geschafft. Also sind Sie der Einzige auf... Ich bin der Einzige Überlebende. Bisher. Nun habe ich Sie getroffen. Ja, Sie sind auch der erste andere Mensch, den wir hier treffen. Wir sind schon, mindestens 1,5 Jahre hier. Ich schon 5.
Wie gesagt, wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Unsere Insel muss auch irgendwo in den Weiten dieses Meeres verschollen sein. Dürften wir die Nacht hier auf Ihrer Insel verbringen? Ja, folgen Sie mir zu meiner Unterkunft. Das ist mein Zuhause. Das ist Ihr Unterschlupf. Schick. Genau. Sie sind seit 5 Jahren hier, haben Sie gesagt? Ich weiß es nicht, vielleicht waren es auch nur 5 Tage. Ja, okay, das könnte einiges erklären. Wann in der Schule? Ja, okay, das ist ja auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir verbringen erstmal die Nacht und morgen reden wir weiter.